Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Wir hatten in der letzten Episode viel gelernt, oder ich zumindest, was die Kavallerie angeht. War eigentlich auch eine sehr teure Erfahrung. Wir schauen einfach mal, dass wir die zurückziehen, dass wir die geheilt kriegen und ein bisschen auffüllen. Und ansonsten schauen wir, dass wir die nächsten Tiermenschenarmeen klein kriegen. Es waren ursprünglich 4. 2 haben wir, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Das heißt, es bleiben noch 2 übrig. Sichtung 1. Morgur wurde entdeckt. Herzogtum Carcassonne. Du bist Morgur. Dann mal so viel dazu. Das heißt, irgendwo hier hüpft noch einer rum. Lassen wir den erstmal gut sein, der ist weit genug weg. Der macht mir erstmal keine großen Sorgen. Aber hier machen wir uns auf den Weg zurück. Bisschen heilen, bisschen auffüllen. Und ansonsten sind wir, was Gebäude angeht, ziemlich gut aufgestellt. Schauen wir mal kurz nach der Forschung. Da brauchen wir demnächst auf jeden Fall wieder Bernstein. Das kriegen wir am leichtesten, indem wir natürlich Siedlungen einnehmen oder endlich eine Konföderation machen mit anderen Waldelfen. Das wäre ganz lustig, aber ich glaube, diese Geschichten hier sind mir erstmal wichtiger. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall erstmal hierher, dann haben wir noch 12 Runden Zeit zusätzlich in Bernstein anzusammeln und damit möchte ich eigentlich erstmal nicht unbedingt auf Null gehen. Ich sag's mal so. Na. Jetzt nicht. Jetzt erstmal bluthändige Gott. Ansonsten, was die Gebäude hier angeht, höchste Stufe habe ich erstmal noch nicht vor und es sind, ich glaube, 90% aller Bauten. Hier hätten wir noch was zu machen. Allerdings sind wir da auch ein bisschen eingeschränkt, was Unterstützungsgebäude angeht. Damit kriegen wir Ressourcen zum Handeln und öffentliche Ordnung. Öffentliche Ordnung ist hier erstmal kein Problem. Öffentliche Ordnung ist eigentlich nirgendwo ein Problem. Da wir im Moment auch keine Chaos-Korruption haben, oder nichts Nennenswertes jedenfalls. Also bräuchten wir das Gebäude nicht unbedingt. Extra Wachstum klingt erstmal toll, aber wir sind sowieso schon so weit, dass wir das alles aufs Maximum bringen können. Und die Fellbündel brauchen wir auch nicht unbedingt. Das heißt hier ein Unterstützungsgebäude. Wir sind weit genug hinten, dass wir die Verteidigung nicht stärken müssen. Infrastruktur brauchen wir nichts mehr, beziehungsweise können wir nicht weiter. Das heißt, wir nehmen das hier, würde ich sagen. Einheiten rekrutieren lohnt sich nicht. Dann brauchen wir weder Schmiede noch die Werkstatt des Bogenmachers. Das hinten ist Blödsinn. Aber hiermit können wir eine zusätzliche Zauberin beschwören oder rekrutieren. Das ist, denke ich, noch am sinnvollsten. Vorerst jedenfalls. Lord of the Forest. Wir könnten mit Orion mal ganz vorsichtig gucken, ob wir die letzte Armee finden. Ganz vorsichtig. Gut, das erste und wichtigste, die Armee kehrt hierher zurück. Die sind dann in 2 Runden wieder fit. Auffüllen und ich glaube, eine neue Magierin machen wir auch noch dazu. Wobei, Magier, das überlege ich mir noch. So, die Erinje, Dodan. Das Erinje, ach, bin bei den Dingern echt nicht sicher. Okay, wir haben hier eine ganze Menge Möglichkeiten. Lug und Trug ist schon mal sehr schön, weil es alle Verbündeten beschleunigt. Allein deshalb wäre eigentlich eine Schattenmarkierin nicht schlecht in der Reiterarmee. Man kann nie schnell genug sein.
In der Nahkampfarmee ist das hier die Hölle. In der Fernkampfarmee nehme ich, glaube ich, lieber erstmal das hier. Wie sieht's aus mit dem hier? Das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Es wäre zwar schön zu haben, gerade in Kombination mit dem Pendel, ist schneller bewegen können nie verkehrt. Na, schauen wir mal. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass wir einen schönen Kampf haben. Lass mal gucken. Können wir mit dem hier vereinbaren, dass sie Morgo angreifen? Mit euch möchte ich eigentlich das Gleiche machen. Dann schicken wir Durtu auf Morgo los und unsere Verbündeten ebenfalls. Mit etwas Glück ist er dann bald Geschichte. Ein Nicht-Angriffspakt, das wäre fantastisch. Ich weiß, ich habe einen kleinen Zeh in deinen Wald gesetzt. Es tut mir fast leid. Sind die nachtragend. Was ist denn das für eine Begrüßung? Reicht immer noch nicht für eine Konföderation. Naja, ich habe jetzt aber auch nicht vor, Krieg zu erklären. Das würde Durtu wahrscheinlich nicht sehr gut auffassen, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, unseren Verbündeten in den Rücken zu fallen. Lassen wir es noch ein bisschen vor sich hin wachsen. Ansonsten, unsere Verbündeten sollten Morgo angreifen und hoffentlich besiegen, mindestens schwächen. Und eine weitere Armee haben wir noch hier irgendwo unterwegs. Die werden ja wohl hoffentlich irgendwann wieder auftauchen. Verlorene Ziele. Ja, schade. Das heißt, Morgo hat ein Lager aufgeschlagen hier drüben und wurde unsichtbar. Das ist ziemlich ätzend, was die Tiermenschen da abziehen. Lasst mal gucken. Das ist völlig unpassierbar. Deshalb ist es auf der Karte auch so grau. Es ist keine eigene Region, aber man kann da auch nicht wirklich durch. Unser Verbündeter ist mit denen im Krieg. Und Durtu tritt auch auf die ein. Das ist doch nicht nett. Jetzt mal im Ernst. Ah, ich sehe schon, die bretonische Karte wurde auch deutlich abgeändert. Carcassonne hat im Normalfall nur zwei Städte. Burg Carcassonne und ein Stück hier rauf an der Küste, eine Ortschaft mit Hafen. Das ist jetzt doch ein bisschen was anderes. Aber hier muss es irgendwo auch Orte mit Häfen geben, sonst wäre die Forschung, dass wir extra Einkommen aus Häfen haben, total für die Katz. Was ist denn das für einer? Heißt auch Ara. Ich habe das Gefühl, dass die Namensgeneratoren hier sehr eingeschränkt sind. Jetzt bin ich gespannt. Krieg beitreten gegen Brion. Unentdeckte Fraktion. Du legst dich auch gerade mit jedem an, der gerade ausläuft, oder? Ach, warum nicht? Morgur wurde wieder entdeckt. Soweit so gut. Und hier haben wir auch einen Hinterhalt entdeckt. Oder? Lass mal gucken. Nein, wir wurden entdeckt. Na toll. Das gehörte mal den anderen Waldelfen hier, den da oben. Wir fragen einfach mal wieder freundlich an, ob unsere Verbündeten Morgur kaputt machen wollen für uns. Das wäre eine tolle Sache. Der ist nämlich ziemlich stark. Da habe ich eigentlich keine große Lust drauf. Das behalten wir so. Wie sieht's hier hinten aus? Das haben wir auch. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier eine schöne Magierin finden können.
Wir haben die Wahl zwischen dumm und langweilig. Das ist irgendwie... beides nicht so prall. Okay, langweilig. Sie bleibt einfach in irgendeiner Ortschaft sitzen. Wir kriegen mehr Gold dafür und sie muss sich dann eh nicht groß bewegen. Und dumm? Angriffsbonus. Das ist für Magier ohne Rüstung eigentlich immer ganz toll. Und wenn sie eine Heldenaktion macht, ist die Chance groß, dass sie, oder größer, dass sie sich selbst verletzt. Nicht so ganz prall. So, was haben wir hier? Heißt auch Ara. Wäre, glaube ich, schon der dritte Papagei. Heiter. Das wäre ähnlich unnütz, aber da wäre das noch am sinnvollsten. Die Frage ist, braucht die Reiterarmee einen Magier? Und wenn ja, was für einen? Leben oder Schatten? Beides kann den Gegner verlangsamen. Leben heilt die eigenen, Schatten schädigt die anderen. Mit Lug und Trug wird man passiv schneller. Das heißt, eigentlich ist Schatten sinnvoller. Und dann wäre mir unförmig eigentlich recht. Gold haben wir auch genug. Ich glaube, das nehmen wir gerade mal mit. Jetzt müssen wir nur irgendwie schauen, dass wir Rang 5 erreichen und sie auf ein Pferd kann. Ansonsten ist sie auf jeden Fall der schwache Punkt in der Reiterei-Armee. Entsenden können wir sie jetzt noch nicht, weil wir sie gerade eben erst rekrutiert haben. Aber das sollte trotzdem passen. Okay. Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass die letzte Tiermenschen-Armee hier auftaucht. Ansonsten werden wir entweder denen den Krieg erklären oder ich weiß auch nicht. Ich brauche auf jeden Fall demnächst neuen Bernstein. Wir haben die Forschung ziemlich durch. Dotu? Ein militärisches Bündnis, da gibt es 7 Bernstein, das nehmen wir doch glatt. Hallöchen. Feine Sache das. Und der ist wieder weg. Also... Monko geht mir auch langsam auf den Keks. Nehmen wir mal an. Durtu nimmt sich das hier. Was die Hauptstadt von der ganzen Region ist, also ist nicht ganz abwegig. Dann hat er einen Riesenteil des Waldes und auch außerhalb. Ist also wahnsinnig stark. Dann brauchen wir quasi diesen Teil hier, damit wir stark genug sind, um ihm auch nur eine Konfrontation anbieten zu können. Solange die noch so stark sind, sehe ich da links schwarz. Wir haben eine gute Beziehung zu denen. Daran scheitert es, glaube ich, nicht, aber die sind mit Stärke Rang 2 einfach zu stark. Und die haben eine relativ große Fläche. Da kommen wir nicht so ganz mit gerade. Positiv, die haben noch eine ganze Menge Kriege offen und möglicherweise kriegt die eine oder andere Armee so auf die Nuss, dass die nicht mehr Stärke Rang 2 haben. Jedenfalls nicht mehr lange. Das ist aber eine ganze Menge Hoffen und Bangen. Okay. Erdung für stärkeres Zaubern oder doch mal die Bewohner der Tiefe. Ich glaube, das werde ich doch mal ausprobieren. Das ist ein Direktschadenszauber, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Nehmen wir es mal mit. 17 ist zwar höllenteuer, aber wenn alles klappt, müssen wir das nur einmal im Spiel machen. Okay, wenn ich nicht total verblödet bin, dann haben die Tiermenschen sich irgendwo hier in ein Lager gestellt und das war's. Dann haben die sich seitdem nicht mehr bewegt. Jede Menge Fernkämpfer. Stellen wir die mal dazu.
Und ihn auch, einfach weil wir es können. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, dass wir so weit von der ewigen Eiche weg sind, aber da sollte eigentlich nicht viel schief gehen. Gut, Köcher der Natur. Wie gesagt, die Reiterei hat relativ wenig Munition. Füllen wir das ein bisschen auf. Und schauen mal, ob wir Durtu finden können. Ja, ich weiß. Tolle Idee. Eigentlich Durtu. Mogur. Kann man die bitte? 1600 für Frieden. Ja, es tut mir fast leid, Carcassonne, aber ich habe eigentlich genug Gold. Laura entdeckt mal wieder. Siedlung der Nacht. Niederung der Nacht. Meine Güte. Was hätten wir da? Chance auf Kontrollverlust steigt. Das ist aber eigentlich nur wichtig, wenn wir Zauber, ja, überzaubern, also zu viel Energie aufwenden. Wir ignorieren das. So dringend brauche ich das Mana dann auch nicht. So, lass mal gucken. Wo wurde der entdeckt? Wie zum Teufel, der ist hier hochgelaufen. Wie ist der jetzt hier unten? Ist der hier unten? Nee, Quenelf. Müsste also hier irgendwo sein. Ich trau Morgo überhaupt nicht über den Weg. Ich gehe vor. Machen wir das mal so. Vielleicht taucht er auf und wir können ihn in dem Hinterhalt fangen und dann haben wir wenigstens einen kleinen Vorteil in der Schlacht gegen ihn. Das hier drüben gefällt mir allerdings auch nicht. The Hunt calls. Raza Fraxina. Fraxina. Ready to serve. Ich bin deshalb so vorsichtig, weil ich nicht in einen Hinterhalt der Tiermenschen rennen will. Deshalb schaue ich, dass die Armeen sich alle gegenseitig abdecken können. Und dann wenigstens gute Chancen zu haben, weil auch in dem Hinterhalt hat eine Armee keine Chance gegen drei. Trotzdem läuft es nicht ganz so gut wie gewünscht, weil ich sie einfach noch nicht entdeckt habe. Wir könnten natürlich die nächste Stufe angehen, aber das würde ich eigentlich ganz gerne noch hinauszögern. Wenigstens so lange, bis wir die Tiermenschen wirklich beseitigt haben. Oder ich habe einfach verpasst, dass meine Verbündeten eine Armee kaputt gemacht haben und es ist wirklich nur noch Morgo unterwegs. Ich glaube, dann könnten wir die Eiche wirklich ausbauen. Wir warten bis Runde 95. Wenn ich sie dann nicht gefunden habe, bauen wir die Eiche aus. Oder es passiert irgendwas anderes, ganz Großes auf dem Weg dahin. 1800. Nö. Obwohl, wenn ich mit denen Frieden habe, trauen die sich vielleicht einen Gegenangriff zu machen. Was bringt denn der Frieden mit, der Krieg mit denen? Wir sind immer noch verlässlich. Das ist besser als nichts, würde ich sagen. Oh je, hier oben wird auch noch weiter kaputt gemacht. Kann es sein, dass die demnächst aufgeben? We will see our homeland persist through all the coming ages of the world. Sind immer noch Stärke Rang 4. Und Durtus Stärke Rang 3. Ich glaube echt, dass die Tiermenschen die eine Armee verloren haben, die ich suche. King in the woods. Clear a path. Das wäre natürlich ziemlich super. Elchan Krastian. Machen wir das mal so.
Und ihn schicken wir los, Morgoth zu suchen. Wird zwar eine Weile dauern, bis wir da oben sind. Aber auf die Art können wir da vielleicht ein Attentat probieren. Auch wenn Morgoth eine ziemlich hohe Resistenz gegen Attentate hat. So, bevor ich die hier noch eine Weile vergesse. Baukosten reduzieren, das bringt mir hier wirklich viel. Rang 5 braucht sie, das sind 2 Level. Die Armee ist voll. Die Armee ist voll. Dann könnte ich sie höchstens noch zu Rion schicken. Wir schauen einfach mal, wie viel Erfahrung mir das bringt, die eine Runde lang zu entsenden. Frieden für nix. Ich weiß, ach, da hinten bist du. Ja, stimmt. Du hast Küstenregionen. Das geht noch ganz schön weit in den Norden. Nicht schlecht. Ja, warum nicht? Stärke Rang 7. Okay. Wilde Jagd endet. Ja, da haben wir richtig viel Nutzen rausgezogen aus dieser wilden Jagd. Ja, kriegen wir hin. Der wird immer stärker. Hör auf, Sachen einzunehmen. Boah. Ach nee, halt, stopp. Da wollte ich hin. Deliver your message. Stärke Rang 3. Das hilft uns trotzdem kaum. Verflixt noch eins. Okay, letzten Endes. Letzten Endes spielt es eigentlich keine große Rolle, wie groß unsere Nation ist. Hauptsache, wir kriegen die große Eiche aufs Maximum. Das Problem dabei ist, dass das höllenviel Bernstein kostet. Und um das zu kriegen, wie ihr wisst. Ich meine, wenn ich einen Krieg mit denen anfange. Hier haben wir 9, hier haben wir 9, 12, 12. Wenn ich meine Armeen in gute Positionen bringe, kriege ich diese 4 quasi in einer Runde kaputt. Und dann bleibt nur noch diese Siedlung übrig. Und das kann keine 2 Armeen unterhalten. Ich sollte aufhören, die KI wie Menschen zu behandeln und solche... Ja, ich habe halt echt Probleme damit, einem so in den Rücken zu fallen. Hilft aber, glaube ich, alles nichts. Okay, ich bringe mich in Position. Wie gesagt, Level, Quatsch, nicht Level, hier Runde 95. Und wenn bis dahin noch nichts gekommen ist von Tiermenschen. Dann erklären wir denen den Krieg und holen uns diese 4 Regionen. Ist das Dümmste, was mir gerade einfällt. So, wie viel Erfahrung war das? Du brauchst hier eine Lupe. Nix. Du bewegst dich zu Rion. Kannst hier bei einer Belagerung mitmachen. Haben wir wenigstens da ein bisschen was. Über den Fluss rüber. Ist das brutal. Mit denen haben wir inzwischen auch Frieden. Das läuft. Das sind eigentlich eine Menge Armeen. Und die sind gar nicht so schwach. Aber sie sind im Krieg gegen diese ganzen Gegner hier und sie sind mehr oder weniger umzingelt. Wenn wir denen jetzt noch die Basis nehmen... Ach, Dotu wird uns schon irgendwann wieder vertrauen. Hoffe ich. Das gefällt mir gar nicht.
Okay, das ist gut. Allein unter Bäumen gefällt mir gut. Die Tiermenschen hier oben plötzlich. Und da ist die zweite Armee. Und Dotu ist nirgendwo in der Nähe. Das kommt davon, weil ihr den Wald verlasst und gegen Menschen in den Krieg zieht. Okay, keine Infos auf die Armee. Nix, nur dass es 15 sind. Bewegen wir uns da schon mal drauf zu. Hier haben sie 14, hier haben sie 17, hier haben sie 9. Also, wenn, macht die Tiermenschenhorde erstmal das hier kaputt. Und da braucht sie wahrscheinlich 2 Runden. Und in 2 Runden sind wir dann auch hier. Das heißt, wenn die Tiermenschen irgendwas angreifen, werden sie geschwächt durch den Kampf und wir können auffischen, quasi. Da schicken wir Serum auf jeden Fall mit. Sollte passen. Okay, dann schicken wir Orion erstmal hierher. Das ist mir wichtiger, dass wir diese Region komplett haben. Sollten wir denen den Krieg erklären. Okay, jetzt Pläne umwerfen. Gut, erstmal kein Krieg gegen die. Erstmal diese Tiermenschenhorde kaputt machen, wenn es geht. Und wenn wir die haben, dann können wir uns um das hier kümmern. Da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Runden Zeit. Was ein Glück, dass die noch kurz vorher aufgetaucht sind. Mit dem haben wir die nötigen Bündnisse. Der ist nicht zickig, wenn wir da reingehen und ihm helfen. Orion noch ein Stück hier rüber bewegen. Passt. Und dann kriegen wir die Magierin auch hier rein. Hier irgendwo müsste noch Morgur rumgurken. Das heißt, wenn die Armee jetzt von oben kommt und Morgul dazustößt zum Unterstützen, dann will ich die als ja, Sicherheit haben. Oder wenn die Armee vor den beiden flüchtet, kann die versuchen, die einzuholen. Deshalb ziehe ich da jetzt alles, was ich habe, hier hoch. Abgesehen von Orion natürlich. Morgur ist gefallen. Schöpft neuen Mut. Die Asrai haben sich der Korruption widersetzt. Heute wurde ein großer Sieg errungen. Das finde ich super. Nun ist es Zeit, den Gestank der Korruption... Ja, das passt dann schon. Morgur ist weg. Das ist eigentlich ziemlich toll. Aber dann schauen wir, dass wir das jetzt wenigstens noch machen. Und ja, die spiele ich dann auch. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Glück habe mit der Richtung, aus der die Verstärkung kommt. Okay, riskiert Winde der Magie? Ich glaube nicht. Verstärkung kommt aus einer sehr guten Richtung. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Wir starten die Aufstellung. Das ist ausreichend Flachland. Verdammt, wir sind bei Durto mitten im Wald. Warum haben wir so viel flaches Land? Trotzdem, das ist eigentlich erstmal in Ordnung. So, da würde ich eigentlich ganz gerne aufstellen, weil ich wenig Bäume habe und relativ einfache Sichtlinien. Wenn ich hier aufstelle, sehe ich die erst, wenn die quasi schon auf meiner Armee draufstehen. Hügel wäre auch eine Möglichkeit, dann müsste ich aber weiter vorrücken bis hier hinten. Dann könnten wir links sehr weit schießen. Allerdings bis meine Bogenschützen aufs Feld kommen und hier hochgerannt sind, sind die auch fast hier oben.
Das ist natürlich ätzend weit. Alternativ könnten wir uns hier aufstellen und die Tiermenschen kommen lassen. Dann kriegen wir die Aufstellung sehr schnell komplett. Die Frage ist, kommen die zu uns? Haben die das überhaupt nötig? Warum sollten sie? Bei Xeram haben wir auf jeden Fall Magier dabei. Die können die Tiermenschen wahrscheinlich überzeugen, sich zu uns zu bewegen. Der Hügel, da können wir sehr spät erst reagieren, aber ich habe hier die starken Dryaden. Wir haben hier eine super Schlachtreihe. Dann schauen wir mal, dass wir den Rest hier gebacken kriegen. So, das können wir ein bisschen beschleunigen. Noch sind keine Tiermenschen in Sicht. Das müssten alle sein, oder? Nein, das sind nicht alle. Liebe Leute, sind das viele. Wäre ich der Tiermensch, hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust mehr. Nein. Die muss ich mal tauschen bei Gelegenheit. Komm du auch mal mit. Du darfst dich ein bisschen mehr beeilen. Ich weiß, es ist ätzend, aber du bist noch frisch. Kriegen wir hin. Nagen der Zweifel. Und das hier macht wenigstens ein bisschen Schaden. Direktschaden. Mit dem Direktschaden kriegen wir die KI vielleicht dazu, den Angriff zu starten. Wobei das mit den Centigors nicht so ganz harmlos ist. Da können wir leicht mit Feuer spielen. Weil die einfach so wahnsinnig schnell sind und einen Helden wahrscheinlich fressen. Wie nah willst du denn da noch ran? Ba-ba-ba-ba. Das kann gar nicht sein. Oh, Junge! Ah, es hat viel weniger Reichweite, als ich gehofft hatte. Okay, lauft. Schneller. Pfeil haben wir da auch noch nicht. Ah, die Rinje ist nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Okay, und ein bisschen langsamer, das Spiel. Das ist auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Feuerkraft, so gefällt mir das. Okay, die Sache ist ja schon fast wieder gelaufen. Ihr habt nicht wirklich gedacht, dass ihr euch vorbeischleichen könnt, oder?
Wer eine Minikarte hat, sollte sie auch benutzen. Okay, das ist ein bisschen ätzend. Weil wir die Dryaden hier wahrscheinlich verlieren. Wobei 25 geht eigentlich noch. Jetzt pass mal auf, wie man schießt. Und die Einheiten haben einfach aufgehört zu existieren. Mental. Okay, das war jetzt auch keine so große Kunst. Das waren angeschlagene Tiermenschen gegen zwei große Armeen Waldelfen. Aber ich fand's einfach mal lustig. Wir haben 82 Dryaden verloren in der Schlacht, aber die Armeen sind noch, oder die Trupps sind noch vorhanden. Man kann die wieder hochheilen. Die Armee ist ziemlich am Ende. Dann Skillpunkte vergeben. Waffen des Waldes. Geschossschaden. Wie gesagt, der dritte Punkt ist der wichtigste. Der gibt fast so viel Bonus wie die beiden vorher. Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ausweichen wollen. Du willst dich schneller bewegen können. Das ist eine gute Idee. Auch bei dir. Von wegen, zu Fuß braucht man sowas nicht. Elfenross. Eigentlich, ich weiß nicht. Na, egal. So, du hast eine Nahkampfarmee. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall den Ruf des Waldes und das Brüllen des Waldes, um deine Truppen zu verstärken. Arbeiten wir uns mal in die Richtung vor. Das ist dann, denke ich, gar nicht so schlecht. Das simulieren wir kurz, einfach damit die Armee möglichst weg ist. Jawohl, physische Resistenz 15% durch den Dämmerstern. Das ist nicht schlecht. Fraktion vernichtet. So gefällt mir das. Und Waldgesinnt, Führerschaft plus 3 in der Armee des Kommandanten für die Dryaden. Das ist in der Nahkampfarmee nicht schlecht. Da haben wir einige Dryaden. Nehmen wir mit. Nicht vertrauenswürdig. Das ist schlecht. Warum zum Teufel? Meh. Und gerade hatte ich mich noch gefreut, dass alles so toll läuft. Naja. Einkommen ist stark gesunken. Gefällt mir gar nicht. Da muss ich gleich mal gucken, woran das genau liegt. Ansonsten, wir haben noch jede Menge in der Schatzkammer, das ist kein Problem. Morgor ist weg, die Tiermenschen sind weg. Das heißt, wir kümmern uns als nächstes wahrscheinlich um diese vier Siedlungen. Das gehen wir, denke ich, in der nächsten Episode an. Tiermenschen war erstmal ein Erfolg. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.